Hey Matthias, Hey Thomas. du weißt ja, ich schulde dir noch 20 Euro, gell? Ja, ich erinnere mich dran, Ja, und du möchtest sicherlich kein Fiat-Geld haben dafür, oder? ja. Geh mir bloß weg mit diesem scheiß Papiergeld. Ja, verstehe ich absolut. Ja, mal ein Problem, wenn ich dir jetzt quasi on-chain überweise. Was macht man da mit den Transaktionsgebühren? Ist doch kein Problem, ich schick's mir das einfach über Lightning. Über Lightning? Ist das nicht ein bisschen reckless und also irgendwie fühle ich mich da ein bisschen unsicher, das zu benutzen? Ist doch kein Problem, wir machen das einfach übers Testnet. Testnet? Ja, hast du noch nie was davon gehört? Bisher noch nicht, nee. Ja, es gibt sozusagen ein Hauptnetz, wo die realen Bitcoin drauflaufen. Und dann gibt es ein Testnet, das ist eigentlich so eine Kopie vom Hauptnetz, wo wir uns erstmal ausprobieren können. Und da kann ich dann quasi, da muss ich, also ich muss nicht meine hart verdienten Sats da hineinlegen, Nein, nein, sondern nein, ich, nein. okay. Wir nutzen Fake-Sats, Fake-Bitcoins, um das einfach mal auszutesten. Okay. Und ich würde einfach mal vorschlagen, hol dein Handy raus und wir downloaden mal die App runter und testen das zusammen. Alles klar, hört sich cool an, danke. So, also du gehst dann erstmal auf den Play Store, so wie du das kennst bei anderen Apps, und gibst ein Eclair Testnet. Und dann siehst du schon, da gibt es einmal die Eclair Wallet, das ist die ganz normale Wallet, Lightning Wallet, die man auch benutzen kann. Und dann gibt es hier noch eine zweite, die Eclair Mobile Testnet Wallet, auf die drückst du dann drauf und guckst dann auch, dass es von Async ist, dass der richtige Developer ist. Und dann installierst du die erstmal. Okay. Also dann gehen wir mal in die App rein, Okay. öffnen das Ganze und ja, wie du siehst. Ja, okay, sieht quasi ähnlich aus wie in jeder anderen Wallet auch. Genau, und tatsächlich brauchen wir uns das jetzt dann auch nicht anschauen, weil kennst das ja. Also wir machen jetzt einmal eine neue Wallet. Hier Recovery-Sachen kennst du. Alles Gehen klar, wir ja, mal kannst du mal durch. springen. Genau. Durch, durch, durch. Geben wir uns einmal mal einen PIN 1 bis 6. Ich hoffe, deine echte Wallet hat nicht diesen PIN. Ich sage jetzt lieber nichts dazu. Aber wie du siehst, Wallet erstellt, genau. Okay, aber du hast jetzt quasi null Bitcoin, also auch null Satoshis. Wie kriegst du denn jetzt Testnet-Satoshis? Genau, und das müssen wir uns jetzt erstmal besorgen und dafür schauen wir uns erstmal an, was für eine Bitcoin-Adresse wir haben. Und diese Bitcoin-Adresse nutzen wir gleich, um Satoshis zu bekommen. Okay, und wie funktioniert das? Genau, es gibt diese sogenannten Faucet-Seiten, was übersetzt Wasserhahn bedeutet, und die sind gefüllt mit Bitcoins, die man sich selbst schicken kann auf seine eigene Adresse. Alles klar, das heißt, da kann ich mir jetzt kostenlos Testnet-Satoshis auf meine Wallet transferieren. Genau, und dafür geben wir jetzt einfach hier an der Seite unsere Bitcoin-Adresse, die wir aus der App haben, ein. Ich sehe schon, das hast du schon gemacht. Ja. Genau, haben wir das schon mal gemacht und drücken dann auf Get Bitcoins. So, jetzt siehst du auch, dass die Bitcoins angekommen sind. Das hat jetzt ja um die 10 Minuten gedauert, bis die Transaktion auch wirklich durchgegangen ist. Okay, alles klar, das heißt, wir haben jetzt Testnet-Bitcoins auf unserer Testnet-Wallet, aber wie transferieren wir jetzt ins Lightning-Netzwerk. Genau, dafür gehst du jetzt auf Receive. Und da hatten wir ja diesen On-Chain-Bereich und jetzt gehen wir mal auf den Lightning-Bereich. Das ist jetzt der zweite Reiter hier. Und jetzt sehen wir erstmal die Nachricht: You must enable this feature in the settings first. So. Dafür gehen wir dann auf die drei Punkte rechts oben, drücken auf Settings und gehen hier unter dem Bereich Lightning auf den Bereich Enable Receive over Lightning und schalten den mal an. So, das ist jetzt an. Und dann sehen wir schon eine neue Nachricht. Please open a Lightning Channel to receive payments over Lightning. Okay, alles klar. Das heißt, ich müsste jetzt einen Channel eröffnen zu einem anderen Node. Genau, damit wir uns mit dem Lightning Channel sozusagen oder mit dem Lightning Netzwerk verbinden, öffnen wir jetzt ein Node und dafür wählen wir jetzt eine sehr gut vernetzte Node. Das ist hier der vierte Bereich, die Async Node. So, dafür müssen wir jetzt eine Channel-Kapazität aussuchen. So, nehmen wir mal einfach alle Funds, die wir haben. Use all available funds. Das heißt, wir schicken jetzt mit einer On-Chain-Transaktion alles in unseren Lightning Channel und öffnen das Ganze jetzt einmal. So, und jetzt sehen wir erstmal die Nachricht, dass wir noch mal ein bisschen warten müssen, bis die Funding Transaktion für den Lightning Channel Okay, alles durchgeführt werden klar. muss. Na, dann gucken wir später nochmal drauf. Genau, es kann jetzt ein paar Minuten dauern. So, jetzt müsste bei dir der Kanal offen sein, oder? Alles klar, ich glaube, durch das Normal erkenne ich, dass der Kanal jetzt eröffnet ist zur Async. Genau, perfekt. Und jetzt können wir eigentlich weitermachen und dass du mir am Ende jetzt auch die 20 Euro schickst. Und zwar gehe ich jetzt hier auf Receive
Okay. Oben links gehe aufs Lightning. Ja. Und habe dann hier die Möglichkeit, den das Payment Request zu verändern. Und schreibe jetzt hier rein, was waren das eigentlich nochmal für Schulden, Thomas? Das ist eine gute Frage. Das muss schon lange in der Vergangenheit liegen. Ich glaube, das waren Ehrenschulden. Ehrenschulden. Ja, das waren Ehrenschulden. Alles klar. Die Ehrenschulden. Müssen wir das in Satoshis eingeben? Oh, ich finde nochmal 20. Ich meine, wir sind im Testnet, also im Endeffekt kannst du da. Jetzt fuck ich dir da mal ein bisschen was ab. Da wird ja unten nochmal angezeigt, wie viel Euro das sind. Können wir das ja ungefähr einstellen auf 50.000. Das müssten ungefähr 20 Euro sein. Okay, perfekt. Perfekt. Und ich muss jetzt quasi im Gegenzug wahrscheinlich auf Payments gehen. Genau. Ja. Scan a Payment Request. Genau. So, Payment Request, dann zulassen. Das ist klar. Machen wir es quasi nur dieses Mal. Genau, und dann scannst du bei mir Payment Request ein. Mhm. Können wir sehen, er hat was gemacht. Alles klar, jetzt drücke ich auf Pay. Mhm. So, und ich habe tatsächlich das Geld schon erreicht. So einfach geht das. Ja. Perfekt. Also, das war's. Cool. Ehrenschulden sind angekommen, wie man sieht. Perfekt. Super. Thomas, und was meinst du? Wirst du zukünftig Lightning weiter benutzen? Also ich muss schon sagen, es ging jetzt so schnell und so cool. Also ich werde auf jeden Fall weiter im Testnet testen und mir dir dann wahrscheinlich diesen Fiat auszahlen. What the fuck? Thomas.